Willkommen zurück zu New Super Luigi Bros. 2. In diesem Part holen wir, bevor wir in die Blumenwelt gehen, noch ein paar vergessene Regenbogenlevel nach. Als erstes den in der Peach-Welt und dann den in Welt 4. Da habe ich ja im letzten Part in beiden ganz am Ende noch vergessen, das zu machen und... Naja, egal jetzt. Gut, übrigens, mir fällt gerade auf, da ist außer den Pilzen im Hintergrund noch so ein paar Wolken, die fallen mir jetzt gerade erst auf. Naja, gut, jetzt sind wir eh gleich rauf in den Himmel geschossen und wow, das Ding dreht sich schnell. Mann, in diesen Regenbogenleveln wäre ich auch gerne mal. Ich meine, da kann man ja hunderte von Münzen machen. Wortwörtlich 100. Ah, leider nur 50 dieses Mal. Okay. Alle erwische ich nie von diesen Münzen. Immer eins bleibt übrig, habt ihr gesehen? Aber da will ich alle haben. Schon wieder bleibt eins übrig. Obwohl, da bekommt man ja eh nur eine Goldblume ins Inventar. Und die habe ich ja eigentlich noch. Ich habe wirklich noch eine Goldblume. Leider nicht mehr geschafft. Schade. Gut, also den hätten wir. Und jetzt geht's noch den in Welt 4. Okay, hab jetzt ein bisschen die Sätze kombiniert. Ich wollte sagen, jetzt geht's nach Welt 4 und hab's dann kombiniert mit jetzt noch den in Welt 4. Okay, ich glaube, hier war irgendwo ganz genau noch Münzen. In diesen Anfangsbereichen, wo man raufgeschossen wird, sind meistens auch ein paar Münzen irgendwo versteckt. Ja, deshalb habe ich auch bei der Pilzwelt vorher links und rechts immer nachgeschaut, denn ich glaube, in den Spezialwelten ist es eine Ausnahme. Ansonsten gibt's immer am Anfang noch irgendwas Verstecktes. Gut. Und hier oben, richtig, richtig viele Münzen. Oh Mann, ich wäre wirklich gern mal da oben. Ich meine, da wäre ich ja schon längst Millionär. Ich meine, das sind ja auch immerhin Goldmünzen. Das sind nicht irgendwelche mickrigen Euros oder Dollars. Nein, das hier sind Goldmünzen. Das müsst ihr auch mal geben. Das wird ja immer so dargestellt, als ob das die ganz normale Währung wäre. Dabei sind die ja ganz, ganz selten und wertvoll. Gut, na, jetzt kriege ich so uns. Aber ihr habt gesehen, es wandert nicht ins Inventar, weil da schon so ein Street so ein... Ich habe schon eine Goldblume. Bonsai! Ja, da kann man nicht mehr viel abkassieren. Schade. Gut. Also, jetzt haben wir in Welt 1, 2, 3, 4 und in der Pilzwelt alles. Das heißt, jetzt geht's weiter in die zweite Spezialwelt. Die Blumenwelt. Da waren wir ja auch schon kurz, als wir zu Bowser gerannt sind. Und da machen wir jetzt weiter. Hier Secret Exit, da muss ich ja wohl nicht mehr zeigen. Schaut euch einfach Teil 2 von meinem Let's Play an, falls ihr diesen richtig, richtig fiesen Secret Exit sehen wollt. Boah, in dem Level hier ist der Secret Exit ja richtig, richtig fies und schwer. Gut, ein wunderschöner Berglevel im Sonnenuntergang. Es dämmert gerade auch draußen, wo ich das ja aufnehme. Zwar leider nicht so schön rot wie hier, aber es dämmert. Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Dämmerung. Hängt auch ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Aber es dämmert gerade, richtig schön draußen. Ja, wirklich. Ne, wirklich, wirklich. Dämmert gerade wunderschön draußen. Gut, da haben wir Starcoin 2 und war hier nicht irgendwo auch... Moment mal. Ich sage jetzt am besten nichts dazu. Also, was ich sagen wollte. Ja, Berglevel. Berglevel, ja, also ihr seht es mit den Bergen im Hintergrund. Die sind in dem Spiel Rarität, denn es gibt keine Bergwelt in diesem Spiel. Was eigentlich recht ungewöhnlich ist für ein New Super Mario Bros. Normalerweise ist ja in jedem New Super Mario Bros. Welt 6 die Bergwelt. Da aber hier das geändert wurde, ist hier Welt 6 ja die Finalwelt schon. Und man hat zwar versucht, Welt 5, die Wolkenwelt, mit der Bergwelt zu kombinieren, allerdings ist da nur ein einziger Berglevel und schade, die Gebirgswelt ist eigentlich immer eine meiner Lieblingswelten gewesen. Gut, da links, das prüfe ich jetzt nach. Ich hätte ja eigentlich da nur reinlaufen müssen, da wäre mir der Ärger spart geblieben. In irgendeine von diesen Röhren konnte man doch reingehen, oder? Was, die? Ganz genau, wusste ich doch, und die? Ganz genau, schießt einem nach oben und darum konnte man dann viele Münzen absammeln. Als ich nach dem Secret Exit hier das erste Mal gesucht habe, als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich gedacht, yeah, ich habe den Secret Exit gefunden und dann doch nicht. Der Secret Exit ist ja hier enorm fies versteckt. Da würde kein Schwein draufkommen, wo der ist. Zumindest, also ich wäre nicht drauf gekommen. In New Super Luigi U gibt es ja im zweiten Level des Spiels ja auch so einen fiesen. Naja. Egal, ein Tanuki. Tja,
Eigentlich schade wirklich, dass in dem Level, dass in dem Spiel hier so wenig Gebirgslevel drin sind. Oh, wusste ich gar nicht, dass das so ist. Wirklich schade, denn wie gesagt, ich wohne ja im guten alten Österreich. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wo das liegt. Österreich, das kennt einfach. Na gut, es gibt eigentlich viele Leute, die das nicht wissen. Ist eigentlich das unpopulärste deutsch sprechende Land von den drei. Also Schweiz, Deutschland und das ist mir im alten Let's Play auch passiert. Mir wirklich im alten Let's Play ist mir das auch passiert. Ach, da kann man so leicht zerquetscht werden. Ich finde, das hätte man beheben können irgendwie. Naja, egal. Gut, also wie gesagt, Österreich ist ja das Alpenland schlechthin. Hier sind ja massenhaft Alpen. Und daher kenne ich mich ja auch recht gut mit Gebirgen und so aus. Kenne mich auch aus, es gibt Faltengebirge, es gibt alle möglichen Gebirgearten. Dann, was gab es noch für Gebirge? Naja, wie gesagt, und es gibt ja bei uns auch sehr viele verschiedene Gebirgszonen. Nicht nur Gebirgsarten, sondern auch Zonen. Zum Beispiel die Schieferzone, die Kalkzone und die Zentralalpen. Ganz genau, bei uns gibt es ja massenhaft verschiedene Alpenarten. Sehr, sehr schön. Und deshalb kenne ich mich halt so gut mit Bergen aus. Andererseits, ich wohne eigentlich im Burgenland. Das ist eigentlich das Bundesland von Österreich schlechthin, wo es keine Alpen gibt. Naja, egal. Gut, also wie gesagt, es mangelt in diesem Spiel wirklich etwas an Bergleveln. Schade eigentlich. Wirklich. Ich mag, wie gesagt, die Berglevel, aber nicht nur, weil ich in Österreich wohne und Berge irgendwie hier Tradition sind. Nein, es liegt ehrlich gesagt auch daran, dass ich die Hintergründe richtig mag. Na gut, die Hintergründe hier sind jetzt nicht gerade an die Alpen an. Was habe ich denn da gemacht? Das ist mir wirklich noch nie passiert. Was war das denn jetzt? naja, was ich sagen wollte, die Berglevel sind eigentlich auch immer recht nett programmiert worden. In New Super Mario Bros. Wii und U waren die Berglevel eigentlich recht nett gemacht immer. Gut, der Level hier, der Eislevel. Also, ich will nicht nochmal schlagen, ich hab's ja im letzten Part eh schon gesagt. Dadurch, dass ich krank war, zwischen den zwei Parts, wo ich den Schneekirby gebaut habe und dem nächsten, wurde ich ja krank und naja. Da hatte ich dann leider keine Zeit mehr, den Schnee auszukosten. Jetzt ist er schon weggeschmolzen. Was meint ihr? Kommt jetzt im Februar noch Schnee oder war das der letzte Schnee für dieses Jahr? Ich will aber noch nicht, dass es aus ist. Na sicher, für dieses Jahr war es noch nicht aus. Ich meine, es schneit ja bestimmt noch zu Weihnachten dieses Jahr. Die Weihnachten 2015 schneit doch bestimmt noch. Hier habe ich eigentlich schon beim letzten Mal zwei Starcoins eingesammelt. Nur die eine, da habe ich noch vergessen. Also, naja. Aber kommt jetzt noch im Februar oder März Schnee? Im März fängt es ja normalerweise an, schon wieder zum Tauen. Oder? Moment, hier kann... Ah, jetzt habe ich es nicht demonstrieren können. Eigentlich wollte ich demonstrieren, dadurch, dass das Loch da, da flitzt der Cooper einfach drüber. Moment, jetzt demonstrieren. Also wenn man den Cooper jetzt kicken ließe, würde er dann die ganzen Gegner, die runterfallen, erledigen und da könnte man ein paar Ups machen, aber das habe ich jetzt leider ein bisschen vergeigt. Naja, was meint ihr, ganz ehrlich, kommt noch Schnee in diesem Jahr oder war das, was getaut ist, der letzte Schnee? Irgendwie will ich noch nicht, dass es aus ist. Nein, ich will noch nicht, dass es aus ist. Ich liebe Schnee und ich will irgendwie noch mal, einmal nur noch. Einmal würde genügen, dann würde es eh schon passen, denn ich meine, es kommt ja immerhin bald schon Ostern. Ne, wirklich, Ostern kommt mit riesigen Schritten näher und zu Ostern sollte es dann normalerweise wieder schön frühlinghaft sein und ja, da sollte es dann normalerweise schon wieder halbwegs warm sein. Oh, ich glaube im... Wann war das? 2011? Ich glaube im Jahr 2011 war das. Im Jahr 2011. Boah, da war es voll schierig zu Ostern draußen. Die Schatzsuche. Zu Ostern machen ich und meine Familie immer eine Osterschatzsuche. Und am Ende dieser Schatzsuche finde ich dann meist ein letztes Jahr habe ich ein Sega Mega Drive gefunden. Sehr lustig. Ne, wirklich. Letztes Jahr habe ich zu Ostern ein Sega Mega Drive bekommen.
Ach, Sonic the Hedgehog. Ich mochte Sonic früher eigentlich nicht, aber dann habe ich es ein bisschen ausprobiert und dann habe ich mir sogar ein Lego gewünscht. Und am Ende der Osterschatzsuche habe ich dann sogar gefunden. Naja, also wie gesagt, im Jahr 2011 war die Osterschatzsuche ein völliger Flop. Da war es voll schierig draußen und boah, ich kann mich erinnern, wie kalt es da war. Brrr. Naja, zu Ostern sollte es dann halt, wie gesagt, kein Schnee mehr sein und eigentlich alles wieder warm sein. Hey, alle, wie toll. Zu Ostern sollte es dann wirklich wieder warm sein. Aber einmal dazwischen hätte ich wirklich noch gern Schnee. Ist das zu viel verlangt? Naja, egal. Machen wir erstmal weiter mit dem Geisterhaus der Blumenwelt. Das war eigentlich ein sehr abwechslungsreiches Geisterhaus, gegliedert in zwei große Abschnitte. Das erste ist hier mit Spinnennetzen. Die kennt ihr ja wahrscheinlich, oder? Klar, aus der Waldwelt war, da kam sie ja vor. Und klettern, klettern. Gut. Du wirst jetzt Münzen machen. Ich hätte vielleicht etwas in die andere Richtung locken sollen, obwohl ich glaube, die rennen eh gleich immer weg. Gut, aber war da nicht noch irgendwo so ein Buhu, der Münzen macht? Naja, egal. Gut, naja. Also wie gesagt, da ist ja noch ein Ring. Der fällt. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Naja, egal. Boah, der Große gibt massenhaft viel Münzen. Das. Ach, ich würde wirklich gerne mal in diesem Spiel leben, im Pilzkönigreich vorbeischauen und diese ganzen vielen Münzen abkassieren. Komm, die arme kleine Münze lass man nicht zurück. Gut, und der Abschnitt hier ist jetzt lustig. Man schnappt sich einen Stern und dann verwandelt sich auf einmal der gesamte Untergrund in Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Aber ich bleib hier, denn hier ist der Secret Exit von dem Geisterhaus hier rechts. Ganz genau. Konnte man da auch lang? Tatsache. Okay, aber ich dachte mir schon, hier war nicht der Secret Exit. Sondern nur ein 1 ab und noch ein paar Münzen. Aber muss man auch wissen. Da ist zwar nichts mehr, was für die 100% wichtig ist, aber... Naja, kann man trotzdem wissen, oder? Ach, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir noch einmal Schnee, bevor der Frühling kommt, aber nicht zu Ostern. Aber es sieht ehrlich gesagt schlecht aus. Ich meine, Ostern ist ja jetzt wirklich schon bald und... Ach, da ist es bestimmt. Nö, ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Aber man muss positiv denken. Das ist mir schon öfter im Leben aufgefallen. Wenn man positiv denkt und ganz fest an etwas glaubt, dann setzt es auch ein. Wenn man das nicht tut und dann, wenn man sich schlecht fühlt, dann passiert das Gegenteil. Nö, das stimmt wirklich. Deshalb sollte ich eher, wenn ich noch Schnee will, dran glauben, dass Schnee kommt und nicht Angst haben, dass keiner kommt. Nö, wirklich, das ist jetzt kein Märchen. Das stimmt wirklich. Stimmt wirklich, wenn man positiv denkt, ist die Chance häufiger, dass es dann wirklich einsetzt. Gut. Hey, mein lieber großer Buhu, sei doch so lieb und komm ein bisschen näher. Ich möchte ein paar Münzen absahnen. Ein paar hat er ja noch vom letzten Mal scheinbar hinterlassen. Gut, Münzen, Münzen, Münzen. Das hier ist wirklich das Spiel der Münzen. Hier gibt es ja fast nur Münzen. Aber irgendwie gefällt es mir. Ist auch mal eine lustige Idee. Ein Mario-Spiel, wo es nur ums Münzensammeln geht. Die zwei Münzen da lass man nicht zurück. Keine einzige Münze wird zurückgelassen. Los. Ach komm, die eine Münze möchte ich wirklich nicht zurücklassen. Was waren denn da gerade für Grafikfehler, Links? Ach, ich glaube, das ist... Genau, der kommt irgendwann wieder zurück. Na gut, ausnahmsweise muss ich die kleine arme Münze zurücklassen. Aber doch, ich schnapp sie mir trotzdem. Habt ihr es gesehen? Naja, obwohl jetzt besteht hier ja eigentlich alles aus Münzen. Ihr seht, all diese Strukturen sind jetzt auf einmal aus Münzen. Und hier unten, ganz unten, ist Wasser. Ich finde die Idee von dem Geisterhaus richtig gut. Zuerst draufklettern, damit man dann jetzt wieder runterfällt. Ich mag die Idee eigentlich. Und wen haben wir denn da? Buhemorph. Falls ich das richtig ausspreche. Der kommt nur zweimal vor. Einmal im Wüstengeisterhaus und einmal hier. Diesmal ist allerdings ein bisschen schwerer, denn ihr seht, diesmal muss man vor ihm wegschwimmen. Und hier müsste, glaube ich, auch irgendwo die letzte Starkrone sein. Wo waren die noch schnell? Muss doch da irgendwo sein. Da ist sie. Dazu muss ich jetzt den Buhemoth etwas austricksen. Ihr seht, etwas näher kommt er immer. Oh, 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 oh. Übrigens. Boah, das war knapp. Buhemoth?
falls ich es richtig ausspreche, ist der einzige Gegner im gesamten Spiel, den man nicht mit dem Powerstern zerstören kann. Das heißt, mit dem Powerstern könnt ihr den nicht erledigen. Nö, das stimmt wirklich. Ihr könnt ihn mit dem Powerstern nicht erledigen. Ist der einzige Gegner im gesamten Spiel, der nicht durch den Powerstern K.O. geht. Kommt mir nur so vor, oder ruckelt's gerade ein bisschen? Naja, gut. Ich würde sagen, den Level machen wir zuerst. Ich glaube, der hintere ist ziemlich schwer. Oder? Ja, dachte ich mir. Obwohl, nö, keiner von beiden. Ach, im alten Let's Play hatte ich ja hier ein paar Schwierigkeiten in diesen Leveln. Aber es lag daran, damals musste ich für die Aufnahme mit der Kamera etwas unbequem sitzen. Und, oh, leider kein Block. Oder? Nö, ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich habe mich da wirklich wie ein Schweizer Käse angestellt. Keine Beleidigung gegenüber den Schweizern. Ich habe schon öfters erklärt. Das ist eigentlich sogar ein Lob, weil ich ja meine, wenn ich mich ganz blöd anstelle, dann stelle ich mich an wie ein Käse. Wenn ich mich blöd anstelle, wie ein Käse. Aber wenn ich mich ganz blöd anstelle, wie ein Schweizer Käse, weil der Schweizer Käse ja der Beste ist. Also eigentlich sogar ein Lob gegenüber den Schweizern. Gut, naja, hier haben wir Jeep Jump. Oder? Nö. Ich habe das ja, glaube ich, im letzten Part falsch gesagt. Ich habe ja im letzten Part gesagt, da hatten wir diesen Fisch. Und den habe ich fälschlicherweise, da habe ich gesagt, der hier heißt nicht Jeep Jump im letzten Part. Das da unten, der Typ da unten, das ist Jeep Jump. Und der Typ, nein, andersrum. Der Typ, den wir im letzten Part hatten, dieser Fisch, den wir im letzten Part in der Eiswelt hatten, der ist Jeep Jump. Und der hier heißt Porco Puffer. Die habe ich im letzten Part vollkommen vertauscht. Es tut mir echt leid. Ach, da bin ich im alten Let's Play einmal ganz fies abgestürzt an der einen Stelle. Wie gesagt, Blume 2, Blume 3 und Blume B, an den Leveln habe ich mich im alten Let's Play irgendwie nicht so gut angestellt, wenn ich mich recht erinnere. Keine Ahnung wieso. Es lag vielleicht, wie gesagt, daran, dass ich eben damals mit der Kamera etwas unbequem gesessen bin. Damals musste ich ja noch mit Kamera aufnehmen und da musste ich etwas unbequem sitzen für die Aufnahme. Und da kann ich sagen, dass ich deshalb vielleicht nicht richtig spielen konnte. Jetzt mit 3D Capture Card geht's schon wesentlich leichter. Upsa, upsa und... Was? Kein 1-Abo! Das war aber jetzt ganz knapp und fies. Naja, gut, ein schöner Dschungellevel mit Porco Puffer, nicht verwechseln mit Jeep Jump aus dem letzten Part. Gut, also, na dann, ich würde sagen, das war's für diesen Part und im nächsten Part machen wir dann noch den Rest der Blumenwelt. Tschüss!